Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Das ist mein allererstes Theorievideo zu Game of Thrones. Und zwar darüber, dass der dreieugige Rabe niemand Geringeres ist als der Vater vom lieben Craster. Und natürlich will ich euch auch nicht vorenthalten, was das dann alles zu bedeuten hätte. Ich hatte diese Idee jetzt schon seit längerem gehabt und ich dachte mir jetzt im Zuge der finalen Staffel, hau ich es jetzt einfach mal raus. Eine Sache noch vorweg, da das mein erstes Video auf diese Art und Weise ist, ist mir natürlich klar, dass da noch einiges verbesserungswürdig ist. Zum Beispiel brauche ich auch mal ein neues Mikro. Schreibt sowas ruhig in die Kommentare, was ich da besser machen kann. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wer Craster war, werden die meisten von euch sicherlich noch wissen. Ich glaube, den vergisst man nicht ganz so leicht. Er war ein Wildling nördlich der Mauer und hat dort mit einer der widerwärtigsten Großfamilien von ganz Westeros gelebt. Mit seinen Töchtern hat er weitere Kinder gezeugt und davon wurden die Jungen immer an die weißen Wanderer geopfert. Und die weißen Wanderer verwandelten die Jungen dann augenscheinlich auch in weiße Wanderer. Der Pakt war also ideal für beide Seiten. Krast hatte seinen Frieden und die weißen Wanderer wichtige Ressourcen. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum die weißen Wanderer ausgerechnet so an Krastas Kindern interessiert waren? Wer war eigentlich der dreieugige Rabe? Jemand, der sich mit den Büchern nicht auskennt, wird in der Serie wohl kaum eine befriedigende Antwort auf diese Frage bekommen haben. Neben Dorne und der Darstellung von Euron Graufreud sicherlich einer der größten Enttäuschungen der Serie. Nach über 5 Jahren Vorbereitungszeit wird hier einfach nichts gescheit erklärt. In der Serie macht es vielmehr den Eindruck, als sei der dreieugige Rabe ein alter seniler Greis, der den ganzen Tag in einem Baum rumhängt. Nicht mehr und nicht weniger. Nun, um aber auf den Punkt zu kommen, es wird nicht jeden hier überraschen, aber tatsächlich handelt es sich bei den dreieugigen Raben um einen Targaryen. Erstmal müsst ihr wissen, er hatte auch andere Namen, zum Beispiel Blutrabe oder sein gebürtiger Name Brynden Strom. Als einer der Bastarde vom Aegon IV. Tat er sich auch während der Schwarzfeuer-Rebellion, die es damals gab, bei der Schlacht auf dem Rotgrasfeld hervor. Später wurde er auch Hand des Königs und er galt schon damals als Zauberer, der seine Augen überall hatte. Im Jahre 233 wurde sein Leben aber für immer verändert. Und zwar lockte er den damaligen Schwarzfeuer-Rebellen Aenys Targaryen / Schwarzfeuer mit falschen Versprechen nach Königsmund, ließ ihn aber töten und beendete damit einen Teil der Rebellion. Da das aber nicht sehr ehrwürdig war und an der Ehre des Thrones kratzte, wurde er vom König dafür an die Mauer geschickt. Dabei begleitete ihn Aemon, der der Nachtwache freiwillig helfen wollte. Und 6 Jahre später war er dann auch schon Lordkommandant der Nachtwache. Und im Jahre 252 verschwand er einfach von einer Patrouille und kehrte nie wieder. Übrigens, in der Kurzgeschichtensammlung Heckenritter von Westeros gibt es auch noch ein paar kleine Infos über den dreieugigen Raben. Wer da Interesse hat, dem kann ich nur die Bücher oder die Comics dazu empfehlen. Und wer noch mehr über die Schwarzfeuer-Rebellion erfahren will, der kann sich ja auch mal bei den Throne Weeks von der Filmfabrik bzw. Cinema Strikes Back umsehen. Aber der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will, ist folgender. In all den Jahren als Grenzherr oder Kommandant der Nachtwache wird er sicherlich vielleicht mal das Verlangen nach einer Frau gehabt haben. Und da wird vielleicht die ein oder andere Wildlingsfrau gerade recht gekommen sein. Wir wissen ja, den Schwur der Nachtwache nimmt nicht jeder so ernst. Denn im Buch heißt es, Craster ist der Sohn bzw. der Bastard eines Mannes der Nachtwache. Das kann also absolut passen und auch zeitlich würde das Sinn ergeben, denn im Game of Thrones Wiki wird Craster auf 60 Jahre geschätzt. Man hat keine genauen Angaben zu seinem Alter und auch 60 Jahre könnten durchaus möglich sein. Wenn er ihn zum Beispiel im Jahr 239 gezeugt oder geboren hat, also nicht der Brynden Strom, sondern die Frau, wäre er aktuell 60. Weil aktuell ist in der Story das Jahr 299. Vielleicht hat sich der dritte Band auch im Jahr 298 abgespielt, weil es sind ja schon 2 Jahre in der Haupthandlung vergangen. Aber ich glaube, da muss man jetzt nicht so pinzig sein. Es wäre auf jeden Fall möglich. Und ich sehe hier auch nichts, was da wirklich dagegen spricht. Vielleicht habe ich mich auch irgendwie verrechnet und ich blamier mich ja gerade, aber es ist dann auch ganz lustig. Und ja, aber jetzt meint vielleicht der ein oder andere, ja cool, dann ist er halt der Vater von dem, aber was zur Hölle bedeutet das jetzt? Und zwar würde das bedeuten, dass eine Sache, die viele schon im Vorfeld vermutet haben, stimmt. Und zwar, dass Melisandre nicht ganz recht hat mit ihrem Satz, es liegt Macht
im Blute eines Königs. Der Satz müsste eigentlich heißen, es liegt Macht im Blute eines Targaryens. Und genau das wäre auch der Grund, warum die weißen Wanderer so fokussiert sind auf Krastas Babys. Und wer sich jetzt fragt, ja, aber was war denn zum Beispiel mit Gendry? Der war doch ein Baratheon-Bastard. Und bei dem hat es ja mit dem Ritual auch irgendwie funktioniert. Ja, guckt euch mal den Stammbaum an. Und wer seine Urgroßmutter war, auch eine Targaryen. Die Targaryen-Erbgene scheint sich ziemlich lange zu halten. Damit stellt sich natürlich auch die Frage, wenn schon so ein Baby von Craster interessant für die weißen Wanderer sind, wie sieht's dann mit einem Baby aus, was reinblütig, incestuös, nach guter alter Targaryen-Art gezeugt wurde? Also ein Kind aus Jon und Dany. Das wäre natürlich mal interessant zu sehen. Aber ich denke, 9 Monate wird die Handlung jetzt im Finale nicht mehr gehen. Obwohl, mittlerweile weiß man ja auch nicht mehr bei der Serie, wie das da mit dem Zeitlichen ist. Ich halte es dennoch für unwahrscheinlich. Aber welche Geburt bei Game of Thrones ja zeitlich etwas schneller zu gehen scheint, ist die Geburt eines Schattens. Wisst ihr noch in der zweiten Staffel von Melisandre der Schatten? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sowas nochmal kommt. Das würde auch nochmal so einen gewissen Kreis bei Daenerys schließen. In der ersten Staffel hatte sie ja da diese ominöse Todgeburt gehabt. Und zweifelt seit jeher daran, dass sie schwanger werden kann. Und sowas hätte auch dieses gewisse Bittersüße, was George R. Martin ja so gerne mag. Das Baby von Goldie hat auf jeden Fall das Potenzial, in der Serie wie auch im Buch noch sehr wichtig zu werden. Im Buch vertauscht Jon Snow das Baby von Goldie und Manke Ryder. Ja, richtig gehört. In den Büchern hat Manke Ryder ein Kind. Und er vertauscht es aus dem Grund, weil er befürchtet, dass Melisandre das Baby verbrennen will. Schließlich ist es ja das Baby des Königs jenseits der Mauer. Ich habe es vorhin ja mal angesprochen, was es mit Melisandre und dem königlichen Blut auf sich hat. Und Goldie ist ja mit Sam auf dem Weg nach Alsace. Und wenn Melisandre nun tatsächlich ein Baby opfert, das wirklich magisches Blut hat, hat Jon Snow ironischerweise das Unheil geradewegs heraufbeschworen. Ich gehe stark davon aus, dass der Fokus in der Serie eher auf anderen Dingen liegt, aber immerhin handelt es sich bei dem Baby auch um die letzte Opfergabe von Craster an die Weißen Wanderer und als solches wird es, denke ich, schon noch eine untergeordnete Rolle in der Serie finden. Was ich mich in dem Zusammenhang auch frage, was wird denn eigentlich aus einem wiederbelebten Targaryen, also wenn ein weißer Wanderer einen toten Jon Snow oder eine tote Daenerys wiederbelebt, ist es dann nochmal ein besonderer weißer Wanderer und ein ganz spezieller Typ von weißer Wanderer oder ist es dann trotzdem noch ein ganz normaler weißer Wanderer? Das werden wir vielleicht noch sehen, mal schauen. Und spinnen wir das Szenario mal weiter, nehmen wir an, Jon und Dany sind tot oder weiße Wanderer, was ja eigentlich fast das gleiche ist. Und dann wäre ja Goldie, wenn diese Theorie stimmen würde mit Craster natürlich, die einzige verbleibende Targaryen, in der Serie natürlich. Vielleicht kommt es im Buch auch so, wer weiß. Dann hätte sie ja einen berechtigten Anspruch auf den Eisernen Thron. Und ich glaube, damit würde keiner rechnen, dass die auf den Eisernen Thron kommt. Oder am Ende gar ihr Baby. Aber ich denke, es wird keinen einzelnen Herrscher mehr geben am Ende. Es wird wohl eher ein neues System geben oder sowas, nehme ich mal an. Zum Abschluss mal ein kurzes Fazit, was ich an der Theorie so für plausibel halte, ist, dass es einfach nochmal diesen Kreis schließt mit dem magischen Targaryenblut und auch einfach von der Timeline her passt und von den sehr spärlich gesäten Infos aus den Büchern. Und zudem würde es auch vor Ironie nur so triefen, dass einer der wenigen Targaryens, der nördlich der Mauer liegt, gerade dieses incestuöse Klischee der Targaryens so vorbildlich erfüllt. Aber das soll es dann erstmal gewesen sein mit der Theorie. Vielen Dank fürs Zuschauen, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Was sagt ihr denn zu der Theorie? Klingt das für euch plausibel oder ist es doch zu weit hergeholt? Sagt's ruhig in den Kommentaren und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!